2, 1, 0. Servus YouTube und herzlich willkommen zum nächsten Part des Max Feld im Black Ops 2 Projektes. Ja, wir spielen jetzt auf Standoff gleich die nächste Runde nach Part 2. Deswegen war es jetzt gerade die Begrüßung mit dem erstmal runterzählen ein bisschen scheiße, aber hey, müsst damit leben. Wieder gleich abschließend alles mögliche gleich geblieben. Ich habe gerade nur kurz die Aufnahme neu gestartet und die Dings neu gemacht. Ich hoffe, dass ich jetzt überhaupt aufnehme. Ja, ich nehme auf. Gut, so. Standoff ist eine Map, die ich sehr cool finde, auf der ich allerdings nichts reißen kann. Außer ein Sprengkommando, da bin ich gut. S-Mine. Und trotzdem Gehege gemacht. Jawohl. Ich habe die S-Mine sogar noch gesehen. Wieso bin ich dann reingerannt, ich Idiot? Und wieso habe ich nur... Achso, ich habe 105. Ich dachte gerade, ich habe nur 50 Munition noch mit. So. Da ist ein scheiß Sniper. Da war ein scheiß normaler Bob. Ein Gegner halt. Ich bin so schlecht. So, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Auf geht's, ab geht's, drei Tage wach. Psst, psst. Psst. Der weiß nicht, dass wir kommen. Ha! So. Owned Bitch. Ey! Jetzt wurde ich owned Bitch. Mann, oh. Oh, 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 oh. Oh Mann, was hat der für eine Waffe? Wieso können die über Distanz so genau schießen? Okay, die haben Visiere und irgendwie kommt es mir vor, als ob die viel näher dran. Ich glaube, ich packe gleich auch mal ein Visier auf die Waffe drauf. Dann spielen wir die halt nicht mit Laser. Ich spiele ja sowieso so gut wie nie aus Hälfte. Oh Gott! Dann spielen wir die halt mit Rotpunkt, Grünpunkt, Gelbpunkt, Blaupunkt, Orangepunkt. Ja, du denkst doch. Warum hat mein Team mit den eigentlich getötet? Hat er nicht gesehen? Also ich will ja nicht sagen, dass ich mit meinen Adleraugen insofern sofort gesehen hätte, aber doch, ja schon. Nein, du Asi! Asi. Nichts gegen Asiaten. Uiuiui. Nein! Oh, Hunterkiller, Hunterkiller. Hunterkiller. Ich weiß nicht, wo ich den hinhauen soll. Feindlicher Blitzschlag und ich bin tot. Verdammt. Fast hätte ich den Blitzschlag erreicht. Das wäre fast schon phänomenal gewesen. Ich sehe eine Marke. Nein, ich bin tot. Guckt euch diese Camper-Ratte an. Okay, war kein Camper. Gut. Hatten ja auch eine Drohne. Ich bin tot. Gleich. 3, 2, 1. Da wurde auf mich geschossen. Ich bin mir sicher, das war auf mich geschossen. Nein. Nein! Oh Gott! Seht ihr mal, was ich für ein Sniper-Bob bin? Ich habe mein ganzes Prestige gesnipert. In MW3. Alter Schwede! So, nächster. Komm, komm, komm. Trau dich, trau dich, trau dich, Alter. Ja, Alter! Ey, du kannst. Das kann. Ja! Das finde ich auch so cool. Erstens, um Ecken schießen. Zweitens, ich krieg auf. Bei dem sieht. Bei dem kommt Hitmarker, bei mir bin ich einfach gleich tot. Uhuhu. Pro. Alter. Weiß sie kommen. Nein! Und ich verliere. Oh. Oh. Verdammt. Bäm. Ich wollte eigentlich einen coolen.
Oh, ey, im Dolphin Jump werde ich noch getötet. Mal sehen, wie es bei ihm wieder aussah. Ja, genau so, okay. From the Hüfte. Oh Mann. So, wir können jetzt mal versuchen, Wurfmesser. Kampfaxt-Kill zu machen, aber natürlich treffe ich nicht, obwohl das ganze Fadenkreuz auf dem Typen drauf war. Nicht auf mich. Oh Mann. So. Vielleicht erreichen wir nochmal eine Drohne. Los, komm, go. Ey, hab ich gebasht, hab ich den. Alter! Ich hasse Sniper! Ich wollte es nochmal anmerken, ich hasse Sniper! Wirklich, es gibt nichts, was ich mehr verabschiede als in Call of Duty. Die Leute können campen, ist mir egal, aber ich hasse Sniper! Diese Waffe ist einfach so unfair. Man setzt sich irgendwo hin, ein Schuss, der Gegner ist tot! Wie campt der denn da? Alter! Okay, okay. Okay, Sniper sind vielleicht doch nicht das Schlimmste. Um Ecken schießen ist das Schlimmste. Mann, oh. Davon kann ich noch meinen Enkeln erzählen. Ein Double Kill. Ach, Tarnhelikopter. Ich hab doch, hab ich nicht. Wo ist denn... Hier, da. Wie ändert sich beim Wiedereintritt? Wo ist denn der Schwuchtelkopter? Da ist er. Da ist er. Da ist er. Psst. Ja, weißt du, greift man dem mal ein bisschen an und schon ist er weg. Oh, den habe ich aber geowned. Pro 7 Iper. Alter. Ist fast noch schlimmer als die Pro-Gamer-Schrift. Leute, die Pro vor eben haben, Pro-Skiller oder sowas, auch im FIFA ist es ganz schlimm. Nein, 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 gib mir. Alter! Gott, sorry, ich war gerade kurz leise, aber ich musste mal irgendwie. Jetzt habe ich die M27. Super, danke. Und damit bashen wir gleich mal ordentlich. Mano. Ich schwöre hier bis zum bitteren Ende. Wie ich sagte, der Gegner braucht vielleicht einen Hitmarker, ich bin tot. Ich brauche 12 Hitmarker, der Gegner lebt immer noch schnell weg. Hier, guck mal, ich wäre schon wieder fast tot gewesen. Gibt es irgendeinen Perk, dass das Leben erhöht oder sowas? Kann das sein? Zumindest kommt es mir so vor, ja. Und ich bin Bester aus meinem Team. Also ich bin ja schon schlecht, ne, aber mein Team... Alter Schwede. Da. Ah. Ich bin niemals durch den Blitzschlag getroffen. Alter. Wie sah es bei ihm aus? Ja, der hat da schon 3 Minuten draufgehalten. Mhm. Oh, letzter Kill. Schade, dass ich im falschen Team bin. Und ich bin Zweiter und der Typ vor mir ist sogar noch schlechter als ich. Ah, Gott, ey. Ja, der Typ, der mich noch getötet hat, weißt du, aber er wurde noch von mir geholt. Naja, okay. Gut, das war's dann wieder für diese Folge von dem Spiel. Wunderbar. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Gebt mir Tipps, gebt mir alles Mögliche, gebt mir eure Meinung und wir sehen uns nächstes Mal. Bis dann, haut rein.